ich bin Christina und ich habe zum bedingungslosen Grundeinkommen Folgendes zu sagen. Ich halte das ganz wichtig, dass es auch wirklich europaweit und danach aber auch weltweit eingeführt wird, weil ich mich sehr stark auch eben mit dem Globalisierungsprozess auseinandersetze und mitgekriegt habe, dass die Weltarmut eben auf Kosten von Hungernden und Toten nachher bewusst in Kauf genommen wird. Und obwohl es in Afrika ein Beispiel gab, wo das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel ein ganzes Dorf wieder in ein wirtschaftliches Tun und Machen verwandelt hat. Also das heißt, die Abhängigkeit der Lohnempfänger drückt quasi drückt Löhne, beutet aus. Und das Recht auf Leben, denke ich, kann man auch mit einer bedingungslosen Grundeinkommens, so als Start für ein Grundeinkommen genutzt werden. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, dass das Schweizer Modell, ich hoffe, dass in der Schweiz das Grund dann auch eingeführt wird per Volksabstimmung. Dankeschön. Ja, danke dir. Ich weiß, es ist aufregend, vor einer Menge Menschen zu sprechen. Nicht einfach, trotzdem, ich finde das mutig von den Menschen, die sich das trauen und das einfach mal probieren.